bin nicht sicher, wann meine Mutter zum ersten Mal an mich gedacht hat. Es muss vor einigen Jahren gewesen sein. Im Winter, nein, im späten Herbst, als die Winde kälter wurden und der erste Nebel aus den Wäldern ins Tal sank. Nebel im Tal, wenn man die Sonne nicht sieht, wie sie den Wald morgens in Gold taucht, macht einen nachdenklich. Das Leben, der Alltag wird unbedeutend wie ein Traum. Und man will etwas schaffen, das einem etwas bedeutet. Etwas Dauerhaftes, geschaffen für, nein, wohl nicht die Ewigkeit, aber etwa 80 bis 100 Jahre. Man will der Welt etwas zurückgeben, weil man selbst das Leben geschenkt bekam. Aber ich schweife ab. Meine Mutter kannte ihren Mann schon eine Weile, als sie an mich zum ersten Mal dachte. Ohne ihn hätte es mich gewiss nicht gegeben, obwohl sie den Hauptanteil hatte. Das scheint ja allgemein so üblich zu sein. Ja, ich weiß, er gab sich alle Mühe, aber es scheint nicht gereicht zu haben. Sie hatte die ganze Arbeit und nach meiner Geburt ist er auch schnell verschwunden. Das tat mir nicht weh, im Gegenteil. Meine Mutter konnte sich umso besser um mich kümmern, dass ich noch besser werde. Ich sollte all das werden, was sie nicht konnte. Sie war so stolz auf mich, erzählte immer wieder von mir, in ihrem Freundeskreis, im Ort. Sie fragte nach, wie sie noch mehr aus mir machen könnte, denn ich sollte wirklich perfekt werden. Unser Verhältnis war nicht immer leicht, das muss ich zugeben. Manchmal wurde ich so schwierig, dass meine Mutter kaum oder wochenlang gar nicht mit mir redete. Und an anderen Tagen kümmerte sie sich nur um mich, vergaß sogar zu essen und schlief bei mir ein. Es begann, ihr schlechter zu gehen. Sie verbrachte immer mehr Zeit im Haus. Ich will nicht übertreiben, aber manchmal glaube ich, sie hat nur meinetwegen weitergemacht. Ein paar Monate kämpfte sie noch gegen ihre Krankheit an. Dann im Spätherbst, als der erste Nebel aus den Wäldern ins Tal sank, sank auch meine Mutter über mir zusammen. Sie hatte das letzte Wort von mir geschrieben und konnte beruhigt sterben.